herzlich willkommen zu unserer szenischen Lesung Lieber sterben. Die Lesung wird ungefähr eine Stunde und 15 Minuten dauern. Danach ist eine kleine Pause und nach der Pause ist eine Diskussion vorgesehen, um das, über das Stück zu reflektieren. Netterweise haben sich Vertreter von örtlichen Asylgruppen bereit erklärt, als Fachkundige bei der Diskussion mitzumachen. Vom Regensburger Flüchtlingsforum, die Marion Kuhle, und vom BI Asyl, der Gottfried Streitberger. Wäre schön, wenn sich viele von euch an der Diskussion beteiligen würden. Und jetzt eine Stunde und 15 Minuten interessante Unterhaltung. Thank you.
24. März 1999. Deutschland führt wieder Krieg. Wieder fallen Bomben auf Belgrad, wieder soll Serbien sterben. 54 Jahre nach dem faschistischen Deutschland schlägt das demokratische Deutschland zu. Wie einst Hitlers Stukas tragen Tornados den Tod in den Balkan. 78 Tage dauert der Angriff, aber es wird mehr Sprengstoff über dem Land ausgeschüttet, als es die braunen Herrenmenschen in 4 Jahren vermochten. 800.000 Menschen flüchten vor dem tödlichen Regen, 500 Schulen werden zerstört und über 100 Krankenhäuser, unzählige Brücken, Straßen, Fabriken. Jeder dritte Tote ist ein Kind. Ach, Serbien, zweimaliger Sieger der Weltkriege, Schöpfer Jugoslawiens, letztes sozialistisches Land Europa. Und du, Deutschland, wieder vereint und rachelüsternd. Ja, wir sind wieder wer. Warum gibt es kein Ende der Geschichte? Doch skrupellos und unbelehrbar gehst du zum dritten Mal zu Werke. Wenn das Blutvergießen weitergeht, muss die Bundesregierung die Anerkennung Kroatiens und Sloweniens in den festgelegten Grenzen ernsthaft prüfen, verkündet schlau der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher und zündet so die Lunte. So ein Versprechen motiviert und mit wahrem Feuereifer legen sich die Separatisten ins Zeug, morden, plündern, brandschatzen, vergewaltigen. Die Belohnung folgt auf dem Fuße. Anerkennung. Als erster kroatischer Präsident hieß Franjo Tudjman, von dem der Satz überliefert ist: Gott sei Dank bin ich nicht mit einer Serbin oder Jüdin verheiratet. Triumph gebläht über dem neuen Staat die alte Flagge der Ustascha-Faschisten. Stellt euch die deutsche Fahne mit einem Hakenkreuz vor, dann habt ihr den kroatischen Wimpel. Hunderttausende Serben, wer kennt schon die genaue Zahl, werden vertrieben. Eine waschechte ethnische Säuberung. Aber das interessiert ja keinen der vorgeblichen Menschenrechtskämpfer. Die Bösen sind immer nur die Serben. Und noch ein Ungeheuer wird geboren: Bosnienkrieg. Keiner sage, sie wissen nicht, was sie tun. Der Moslemführer Alija Izetbegović, bestimmt nicht zimperlich im Erreichen seiner Ziele, fleht die Deutschen an. Meine Herren, die Anerkennung von Kroatien bedeutet Krieg in Bosnien. Erkennen Sie Slowenien an, so viel Sie wollen, aber erkennen Sie nicht Kroatien an. Lord Carrington, ehemaliger Generalsekretär der NATO, schreibt ins deutsche Stammbuch: Die Anerkennung ist der Funke, der Bosnien-Herzegowina in Brand setzt. Doch die Herren hören nicht und das Prophezeite tritt ein. Bosnien brennt lichterloh. Und während in Kroatien Tausende sterben, sind es in Bosnien Hunderttausende. Und während in Kroatien Hunderttausende um ihr Leben rennen, sind es in Bosnien Millionen. Und schließlich Radschak, ein geschickt inszeniertes Massaker von der UCK aus toten Kämpfern arrangiert, dient als Fanal. Nun fallen die letzten Schamfetzen. Mit einer humanitären Katastrophe begründet man den Krieg und bombt die humanitäre Katastrophe herbei. Kennt ihr noch das Unwort Kollateralschäden? Dann schweigen die Kanonen. Die serbischen Truppen ziehen sich zurück und die NATO-Soldaten treten an deren Rücken. Was für ein Jubel, was für ein Sieg. Die UCK feiert: Hurra, Kosovo ist unser, nun weg mit all dem Gesindel. Serben, Romas, Juden, alle Nicht-Albaner raus, vorwärts, Marsch. Ganze Stadtteile brennen. Dörfer dem Erdboden gleichgemacht und wieder fliehen unzählige Menschen. Suchen einen Ort des Friedens. So sieht es aus, wenn ein Volk sein nationales Erwachen feiert. Die sogenannten Schutzmächte stehen daneben und schauen dem Treiben zu. Kosovo ist heute judenfrei. Nur noch wenige Serben leben in streng abgeschirmten Enklaven wie in Gefängnissen, von Stacheldraht umzäunt. Für die Roma ist es die schlimmste Katastrophe seit dem Holocaust.
Hier beginnt unsere Geschichte. Sie erzählt das Schicksal einiger weniger Schutzflehenden aus dem Heer der namenlosen Opfer, deren einzige Schuld es ist, zu existieren. Liebes Tagebuch, ich bin ganz aufgeregt. Gestern habe ich Geburtstag gehabt und da habe ich dich geschenkt bekommen. Und heute schreibe ich zum ersten Mal in dich hinein. Kitzelt es, wenn ich schreibe? Ich gebe mir auch ganz große Mühe, dass ich schön schreibe. Versprochen. Eigentlich ist Tagebuch gar kein richtiger Name. Darf ich dich Pinker nennen? Ich glaube, der gefällt dir. Stimmt's? Das ist schön. Jetzt sollte ich mich aber auch vorstellen. Du kennst mich ja noch gar nicht. Also, ich bin die Inisa. Und ich bin gestern 9 Jahre alt geworden. Ich gehe eigentlich in die 3. Klasse zu Frau Bilkowitsch. Aber jetzt darf ich da nicht mehr hin. Aber das erzähle ich dir ein anderes Mal. Ganz am Anfang will ich nur schöne Sachen in dich schreiben. Mein Papa ist der liebste Papa von der Welt. Er hat bei der Bahn gearbeitet, in Mitrovica, und dort die Gleise gestellt. Das war eine ganz wichtige Aufgabe, wie du dir vorstellen kannst. Denn wenn man da was falsch macht, gibt es immer einen großen Unfall. Aber Papa hat nie etwas falsch gemacht. Trotzdem haben sie ihm die Arbeit weggenommen. Oje, ich glaube, ich muss noch oft schreiben, dass ich dir das ein anderes Mal erzähle. Natürlich ist auch Mama die allerliebste Mama von der Welt. Manchmal ist sie richtig lustig und scherzt mit uns. Aber leider ist sie auch oft sehr krank, weil sie sich so viele Sorgen macht. Früher, vor dem Keller und den Bomben, war sie noch nicht krank, hat Feride gesagt. Aber aus der Zeit weiß ich nicht mehr so viel. Da bin ich ja noch gar nicht in die Schule gegangen. Jetzt habe ich schon von Feride geschrieben. Da muss ich sie dir natürlich auch vorstellen. Feride ist meine große Schwester. Sie ist schon fast erwachsen und meine beste Freundin. Feride ist so nett. Wenn ich einmal traurig bin, weil ich nicht zum Spielen raus darf, liest sie mir was vor oder wir schminken uns. Dann vergesse ich meine Traurigkeit und bin wieder fröhlich. Jetzt fehlen noch meine Brüder. Die mag ich auch, aber nicht immer, denn manchmal sind sie etwas frech zu mir. Yasin ist nur 2 Jahre älter, aber behandelt mich immer wie ein kleines Mädchen. Bin ich ja auch, aber deswegen bin ich doch nicht dumm. Faruk ist schon fast so erwachsen wie Feride, aber er ist oft so wütend und da tut er mir leid. Aber jetzt ruft Mama zum Essen. Tschüss, liebe Tinker, bis morgen. Ich bin so froh, dass ich dich habe. Liebe Tinker, heute werde ich dir einmal ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Darf ich? Leider sind da nicht so schöne Sachen dabei. Also, ich fange mal mit ganz früher an. Was ich noch weiß ist, dass ich einmal ein ganz liebes kleines Kätzchen gehabt habe. Und das hieß, jetzt pass auf, Tinker. Ja, genau wie du. Mit Tinker habe ich so viel gespielt. Sie ist immer gleich gekommen, wenn ich sie gerufen habe. Einmal bin ich ihr hinterher geklettert, weil sie einen Vogel gefangen hatte. Und da bin ich heruntergefallen und habe mir am Bein wehgetan. Papa hat mich ins Krankenhaus gefahren. Aber ich war gar nicht traurig, denn die hatten ganz viele Spielsachen. Und ich weiß noch, dass ich mit Yasin kleine Schiffchen gebaut habe, aus Rinde. Die haben wir im Wasser schwimmen lassen und Wettrennen gemacht. Manchmal habe ich das Schiffchen heimlich geschubst, aber nur damit Yasin nicht immer gewinnt. Und dann kam der Keller. Weißt du, wir mussten in den Keller, damit uns die Bomben nicht treffen. Ich habe Papa gefragt, warum die das tun. Und er hat gesagt, weil die wollen, dass das, wo wir leben, nicht mehr Jugoslawien heißt, sondern Albanien. Es war sogar lustig, weil wir uns dann gegenseitig auch andere Namen gegeben haben. Aber sonst war es im Keller gar nicht schön. Kannst du dir das vorstellen? Den ganzen Tag im Finstern sitzen? Und als die Bomben kamen, hat Mama uns so eng gedrückt, dass ich ganz traurig wurde. Wir sind lange im Keller geblieben. Und als wir wieder raus durften, sah alles ganz anders aus. Die Leute haben viel geweint, weil eine Brücke kaputt war und sie jetzt ihre Verwandten nicht mehr besuchen konnten. Gleich nach dem Keller kamen die Männer. Papa ist auf die Straße und wollte mit ihnen reden, aber die haben ihm überhaupt nicht zugehört und haben gleich mit langen Holzlatten auf ihn eingeschlagen.
dass Papa wieder ins Haus und hat die Tür und die Fenster ganz fest zugemacht. Dann haben sie Flaschen mit Benzin auf unser Haus geworfen. Wir haben alle zusammengeholfen und das Feuer ausgemacht. Aber der kleine Schuppen ist trotzdem abgebrannt und alle Sachen waren weg. Diese Nacht ist Mama krank geworden. Sie hat die ganze Zeit geweint und ist dann einfach umgefallen. Es war schlimm, weil wir glaubten, Mama ist tot. Die ersten Wochen nach den Männern sind wir gar nicht mehr hinausgegangen. Nicht mal vor die Haustür in den Garten. Ich war so traurig, weil Tinka weg war. Sie ist nie mehr wiedergekommen. Dann hat die Schule angefangen. Die anderen Kinder mochten mich nicht und haben immer Zigeuner, Zigeuner gerufen. Manchmal auch mit Steinen geworfen. Aber Papa hat versprochen, dass es wieder besser wird, wenn die Sache mit dem Krieg einmal vergessen ist. Aber es ist nicht besser geworden. Jetzt fahren wieder einige Züge, aber Papa darf immer noch nicht arbeiten. Und wir dürfen nicht in die Schule gehen. Das kommt von den Briefen. Mama und Papa haben uns nicht gesagt, was drinsteht. Aber seitdem dürfen wir nicht mehr weit weggehen. Oh je, liebe Tinka, jetzt habe ich dich aber zugequasselt. Ich bin auch schon fertig. Es ist nicht schön, aber man gewöhnt sich daran. Hauptsache, wir haben uns, sagt Papa oft. Und da hat er recht. Bis bald. Deine Enisa. Liebe Tinka, die Männer sind wiedergekommen. Jetzt ist ein neuer Tag und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, nur geweint. Irgendjemand hat gesagt, dass die Serben mit zwei Hunden einen albanischen Jungen getötet haben. Aber das stimmte überhaupt nicht. Trotzdem sind die Männer gekommen und haben uns die Schuld gegeben, obwohl wir gar keine Serben sind, sondern Roma. Papa wollte wieder mit ihnen reden. Wir sind doch Brüder, wir sprechen die gleiche Sprache, wir haben die gleiche Religion, hat er gerufen. Aber die haben ihn ausgelacht und dann mit Knüppeln so schwer geschlagen, dass er nicht mehr aufstehen konnte und wie tot dagelegen ist. Wir haben ihn ins Haus getragen und das ganze Blut weggewischt und Verbände umgelegt. Draußen sind die Männer auf und ab gegangen und haben mit Maschinengewehren geschossen. Da ist Mama wieder in Ohnmacht gefallen und wir waren ganz alleine. Liebe Tinka, gestern war der schlimmste Tag meines Lebens. Wir sind den ganzen Tag weinend an Papas Bett gesessen und haben uns an den Händen gehalten. Faruk hat unsere Schränke und Regale vor die Fenster geschoben und die Tür vernagelt. Ich habe mich so gefürchtet. Dann haben die Männer die Tür eingeschlagen, Männer mit schwarzen Masken und Maschinengewehren. Ich habe mich hinter Papas Bett versteckt und die Männer sind auf uns zugegangen und haben sich vor uns aufgestellt und uns angeschaut. Dann hat einer ein Zeichen gegeben und sie haben alles im Raum kaputtgeschlagen und auch die Fenster. Und dann hat ein Mann gesagt, noch 24 Stunden und wenn wir dann noch da sind, dann sind wir tot oder was Schlimmeres. Und da hat er Feride angeschaut und alle haben gelacht. Dann sind sie gegangen. Sie sind einfach nur dagestanden. Aber dann hat Mama zu schreien angefangen, dass sie nicht mehr leben will. Wir haben sie gehalten und sie ist wieder in Ohnmacht gefallen. Wir haben sie so lange massiert und gestreichelt, bis sie wieder aufgewacht ist. Liebe Tinka, es war so schwer. Die fremden Soldaten der Schutztruppe sind gekommen und haben uns einfach mitgenommen. Wir konnten nur ganz wenige Sachen mitnehmen. Sie haben uns in ein Lager gefahren, wo ganz viele Menschen sind und alle weinten. Liebe Tinka, ich bin zum ersten Mal nicht zu Hause und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Hilf mir! Thank you.
Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen packt jedes Jahr den Schrecken in Zahlen. 2008 meldete es 42 Millionen Menschen auf der Flucht, davon 26 Millionen Vertriebene im eigenen Land. 2,8 Millionen flohen allein aus Afghanistan, 1,9 Millionen aus dem Irak. Ja, genau aus den Ländern, die der Westen aktuell mit Frieden, Recht und Freiheit überzieht. Zuvor führte Jugoslawien diese Liste an. Doch diese Statistik erfasst nur die Schutzflehenden, die Krieg, Rassismus, religiösem Wahn und Diktaturen entfliehen. Menschen flüchten aber auch, weil Hunger und Katastrophen ihr Leben zerstören. Bei uns gerne Wirtschaftsflüchtlinge genannt. Auf 50 bis 150 Millionen wird deren Zahl geschätzt. Reihen wir die Daten aneinander, so sind auf unserem Planeten wenigstens 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Und bedenkt, Grund zum Fliehen hätten noch so viele mehr. 1 Milliarde Menschen hungert, 30.000 von ihnen sterben jeden Tag. Aber diese Hungernden sind zum Entkommen schon zu schwach. Glück gehabt, denn sie hätten alles Recht zu kommen. Wir fischen ihre Meere leer, wir rauben ihre Bodenschätze, wir beuten ihre Arbeit aus. Wir stehlen ihre Früchte, wir, der reiche Teil der Welt, sind der Grund ihres Unglücks seit Hunderten von Jahren. Wir leben von den Armen, nicht umgekehrt. Doch über 80% aller Flüchtlinge werden von den armen und ärmsten Ländern aufgenommen. Manch kleines Entwicklungsland gewährt mehr Menschen Asyl als ganz Europa. Und noch ein beschämender Wert: 2 von 3 Flüchtlingen sind Frauen und Kinder. In seltenen Fällen aber nur führt eine Flucht in die Freiheit. Auf Flüchtlinge wartet das Lager. Lager sind Orte, an denen Menschen gesammelt werden, die man nicht haben will. Auch nicht im Lager. Darum werden die Lager so gehalten, dass freiwillig kein Mensch darin leben würde. Denn man lebt nicht im Lager, man vegetiert. Ein Lager ist ein abgestecktes Feld ohne Zukunft. Das ist seine eigentliche Drohung. Wer es aber schafft, ein Lager zu verlassen, landet oft genug nur im nächsten. Denn die Probleme der Welt werden nicht gelöst, sie werden ausgelagert. Liebe Tinka, ich komme heute erst wieder zum Schreiben. Die letzten Wochen waren sehr schlimm. Sie haben uns eine kleine Baracke gegeben, nur aus Brettern und Wellblech. Wir leben jetzt alle in einem kleinen Zimmer und schlafen auf dem Boden. Wasser gibt es nur an einer Stelle im Lager und auch immer nur für kurze Zeit am Tag. Dann kommen alle Leute und waschen ihre Wäsche. Die meisten Kinder laufen barfuß herum und es ist alles furchtbar schmutzig und es stinkt. Wenn es trocken ist, wirbelt der Wind den Staub auf, dass man fast gar nichts mehr sehen kann. Die Soldaten haben gesagt, wir können bald wieder zurück. Aber andere sind schon viele Jahre hier. Sie glauben den Soldaten nichts mehr. Um unser Lager ist Stacheldraht. Und wenn jemand raus will, muss er die fremden Soldaten fragen. Die gehen dann dahin mit, wo man hin muss. Aber auch nur, wenn sie Zeit haben. Gleich neben unserer Hütte geht eine Eisenbahn vorbei. Papa schaut den Zügen oft nach und erklärt uns manchmal, was das für eine Lokomotive ist. Und erzählt er von seiner Arbeit früher und wie toll es immer mit seinen Kollegen war. Mama geht dann meist weg, weil sie das nicht hören kann. Jetzt bin ich schon fast ein halbes Jahr nicht mehr in der Schule gewesen. Wenn ich dich nicht hätte, würde ich vielleicht gar nicht mehr schreiben können. Liebe Tinka, heute haben Faruk, Yasin und ich Cola-Dosen gesammelt und zerstampft. Den ganzen Tag. Ein Mann gibt uns etwas Geld dafür. Eigentlich dürfen wir gar nicht traurig sein. In anderen Familien sind fast immer Leute gestorben, durch die Bomben oder die Männer mit den Masken. Wenn ich manchmal daran denke,
dass Papa oder Mama oder meine Brüder oder Feride nicht mehr da sind, möchte ich gar nicht mehr leben. Aber vielleicht leben wir eh nicht mehr lange. Das Land, auf dem wir jetzt sind, ist nämlich vergiftet. Früher war da einmal ein Bergwerk und da haben sie nach Blei gegraben. Und das Blei liegt immer noch herum. Papa hat ganz furchtbar geschimpft. Und Faruk hat gesagt, den Platz, den keiner haben will, den geben sie uns. Wir trinken jetzt meist gekauftes Mineralwasser. Und wenn es sehr staubt, darf ich nicht hinaus. Einige erzählen, dass schon Kinder gestorben sind. Erst werden sie gelb und dann sind sie tot. Liebe Tinka, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, weil es so schrecklich ist. Heute sind Leute aus unserer Straße ins Lager gekommen, die letzten, die noch dort waren. Und sie haben gesagt, dass unser Haus nicht mehr steht. Jemand hat es in die Luft gesprengt. Es ist gar nichts mehr da, nur noch Steine und Dreck. Jetzt können wir nicht mehr zurück. Liebe Tinka, Mama und Papa haben ganz lange miteinander geredet. Und dann haben sie uns gesagt, dass wir weggehen, nach Norwegen, weil wir da Verwandte haben. Ich weiß überhaupt nicht, wo Norwegen ist, aber Papa hat gesagt, da gibt es keinen Krieg. Und da werden Menschen nicht geschlagen, weil sie so sind wie wir. Und ich kann da auch wieder zur Schule gehen. Und Faruk und Yasin können einen Beruf lernen. Feride hat gesagt, sie möchte auch einen Beruf lernen. Und dann sind wir ganz lustig geworden, weil Feride dauernd Berufe eingefallen sind, was sie machen möchte. Bäckerin mit weißer Schürze oder Lehrerin oder Schneiderin, nur für Hochzeitskleider. Und sie hat die Sachen vorgespielt, die sie machen möchte. Sogar Mama hat gelacht. Ich glaube, in Norwegen wird es uns wieder gut gehen. Manchmal bleibt Flüchtenden nur die Zeit, sich anzuziehen. Manchmal nicht einmal diese. Sie fliehen barfuß, sie fliehen im Hemd, sie fliehen, soweit ihre Kräfte sie tragen. Manchmal schleppen sie ein Bündel mit all ihrer Habe.
Manchmal tragen sie nur noch ihre Kinder. Manchmal fliehen diese Kinder allein. Den Tod der Eltern in den Augen. Das ist die Flucht von Arm zu Arm. Von einem Elend zum anderen. Die Flucht von Arm zu Reich ist ungleich komplizierter, ungleich länger, sehr teuer und ungleich tödlicher. Denn die reichen Länder führen Krieg gegen die Flüchtenden. Ihre Grenzen sind das größte Massengrab der Welt. Tausende und Abertausende sterben jedes Jahr beim verzweifelten Versuch, sie zu überwinden. Sie sterben im Minenfeld, sie sterben im Stacheldrahtzaun, sie sterben ungezählt in kleinen und kleinsten Booten, auf endloser Fahrt übers Meer. Aber ihre Boote müssen klein sein, denn ein großes Boot erfasst das Radar. Und ihre Wege müssen lang sein, denn die kurzen sind längst schon versperrt. Frontex, so heißt der bewaffnete Arm Europas im Kampf gegen die Flüchtenden. Frontex ist eine Agentur, keine Behörde, denn so umgeht man parlamentarische Kontrollen. Die Agentur Frontex wählte sich als Motto Libertas, Securitas, Justitia. Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit. Nehmen wir die Agenten beim Wort. Freiheit. Die Freiheit Europas wird nicht nur am Hindukusch verteidigt, nein, auch im Kongo, in Niger, Marokko, in Brasilien, Chile, Argentinien, den Philippinen, Indonesien, Sri Lanka. Überall ist Frontex für die Freiheit im Einsatz. Hier wird ein Land gezwungen, Einreisevisa einzuführen. Dort werden mit europäischen Geldern Auffanglager errichtet. In der Wüste. Schön weit weg von unseren Grenzen. Denn unsere Freiheit ist nie die Freiheit der Flüchtlinge. Sicherheit. Unsere Sicherheit ist bedroht. Bootsflüchtlinge überfallen Europa. Sie vergewaltigen unsere Frauen, sprengen Häuser und Brücken in die Luft. Flüchtlingshorden aus dem Osten verwüsten Stadt und Land. Bis an die Zähne bewaffnete Asylbewerber fliegen in Scharen ein, uns zu unterjochen und zu versklaven. Doch nein, es schützt uns ja Frontex. Mit Herzschlagdetektoren, Wärmebildkameras und satellitengestützten Aufklärungssystemen wacht sie über Europas Grenzen. Mit Schiffen und Flugzeugen patrouilliert sie vor den Küsten der Feindsländer, um jeden gemeingefährlichen Flüchtling abzudrängen. Danke, Frontex. Und schließlich Gerechtigkeit. Frontex sorgt dafür, dass in Europa das legale Recht auf Asyl nur noch illegal zu erreichen ist. Nur mit hochbezahlten Fluchthelfern oder mit Hilfe der Mafia. Und immer unter Lebensgefahr. Ein Hoch auf Frontex. Libertas, Securitas, Justitia, hoch. Liebe Tinka, ich bin jetzt in einem Land, das Slowenien heißt. Wir sind wieder in einem Lager, aber es ist ein richtiges Haus mit vielen Menschen wie wir. Es ist alles etwas sauberer, aber Platz haben wir sogar noch weniger. Und wir haben nichts Eigenes, außer unser Bett. Nicht einmal kochen können wir uns etwas, denn es gibt nur eine Kantine für alle. Papa hat noch ein paar Freunde bei der Eisenbahn. Und die haben uns in einem Waggon versteckt. Der hat aber etwas nach Fischmehl gestunken und wir konnten gar nicht hinausschauen. Aber die Polizisten haben uns trotzdem gefunden. Ich weiß nicht wie, obwohl wir ganz leise waren. Stell dir vor, liebe Tinka, die wollten uns gleich wieder zurückschicken. Papa hat deshalb Asyl beantragt. Das macht man so, damit man erst einmal bleiben darf. Und wir wollen doch nach Norwegen. Ja, und dann hat man uns hierher gebracht. Und das Haus ist wie in Kosovo Stacheldraht. Und es gibt eine Schleuse. Wenn wir einmal hinaus wollen, muss man da erst fragen. Die Stadt heißt Ljubljana. Mama geht es sehr schlecht, aber ein Doktor kommt keiner. Liebe Tinka, hier gibt es leider auch viele der gleichen Menschen, die uns schon in unserer Heimat nicht haben wollten. Die haben herausgefunden, dass wir Roma sind. Jetzt schreien sie uns ständig hinterher, Zigeuner, Zigeunerpack und noch schlimmere Sachen.
Wir trauen uns allein schon gar nicht mehr auf den Gang oder in die Kantine. Und die jungen Männer pfeifen Feride immer hinterher und winken mit Geldscheinen. Feride weint oft und ich habe sie gefragt, was die Männer wollen. Aber sie wollte mir nichts sagen, nur dass sie gefährlich sind. Mama redet ganz schlecht von diesen Männern und macht sich große Sorgen. Ich glaube, wir werden nicht lange in diesem Lager bleiben. Papa schaut schon, wie wir von hier wegkommen. Aber er sagt, dafür brauchen wir sehr viel Geld. Deutsche fanden vor den Nazis im Ausland Asyl. Unter ihnen auch Mitglieder des Parlamentarischen Rates, der 1949 das Grundgesetz entwarf. In diesem stand herrlich und klar zu lesen, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Ohne Wenn und Fallstricke. Aus der Geschichte lernen nennt man das. In manchen Jahren wurden über 90% der Asylanträge anerkannt. 90% willkommen, willkommen, ihr Bedrängten in dieser Welt. Doch diese herzerwärmende Menschlichkeit entpuppte sich bald als kaltkalkulierte Politik. Die Fliehenden kamen nämlich zunächst aus der sogenannten Zweiten Welt, aus dem Osten, und man bediente sich ihrer und des Asylrechts, um den bösen Kommunismus zu schmähen. In den 80ern aber, als mehr und mehr Menschen aus der dritten Welt Zuflucht erwarten, spuckte es plötzlich andere Töne. Asylmissbrauch, Scheinasylanten, Wirtschaftsflüchtlinge, ab mit euch ins Lager!
Und der hässliche Deutsche zeigte wieder seine Fratze. Die Buschtrommeln werden in Afrika signalisieren, kommt nicht nach Baden-Württemberg, dort müsst ihr ins Lager. Trommelte Lothar Späth zur Eröffnung des ersten Flüchtlingslagers in seinem Ländle. Edmund Stoiber warnte nicht weniger wortgewandt vor einer multinationalen Gesellschaft auf deutschem Boden durchmischt und durchrast. Deutschland, den Deutschen, das ist wahre deutsche Kultur. Jetzt ging es Schlag auf Schlag. 1991 Schwandorf, ersten fremdenfeindlicher Brandanschlag in Deutschland, 4 Tote. Im gleichen Jahr Hoyerswerda. 1992 Mölln und Rostock-Lichtenhagen. 1993 Solingen. Und 1993 Abschaffung des Asylrechts. Fein haben sich das die Herren und Damen Volksvertreter ausgedacht. Artikel 16a Absatz 1. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Aber Absatz 2. Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft einreist. Klingelt's? Frankreich, Österreich, Italien, Tschechien, Polen, Benelux, Dänemark. Deutschland ist lückenlos umgeben von sogenannten Mitgliedstaaten. Ist das nicht perfide? Ist es nicht perfekt obszön? Nicht mehr der Fluchtgrund bestimmt über Asyl, nur noch der Weg. Aber einen Weg gibt es nicht. Außer Fliegen. Doch auch hier war mein fix Flughafenverfahren. Kurzer Asylcheck und der Bundesgrenzschutz schiebt Postwenden zurück. Tschüss, schön, dass ihr hier wart und auf nimmer Wiedersehen. So wundert es kaum, dass Deutschland im Jahr 2008 nur noch ganzen 233 Flüchtlingen offiziell Asylrecht zusprach. 233 von geschätzten 100 Millionen. Doch die Geschichte geht noch weiter, denn Asyl heißt in Deutschland Asyl auf Zeit. Nach spätestens 3 Jahren prüft die Behörde neu, ob ihrer Ansicht nach ein Fluchtgrund noch vorliegt. Und so kommt es, dass im Jahr der 233 Anerkennungen 2007 Menschen die Anerkennung wieder entzogen wurde. 233 minus 2007 macht. Artikel 16a des Grundgesetzes, politisch Verfolgte genießen Asylrecht, ist mittlerweile ein Ausländer-Rausgesetz. Bravo, Deutschland. Aber es gibt auch noch das sogenannte kleine Asyl, Anerkennung nach Genfer Flüchtlingskonventionen. Hier stehen rund 7000 positiven Bescheiden, etwa 4000 Widerrufe gegenüber. Unterm Strich immerhin 3000 Menschen, die ein kleines Stückchen Sicherheit fanden. Und schließlich sind die sogenannten Geduldeten zu nennen. Ihr Asylantrag wurde zwar endgültig abgelehnt, aber der deutsche Staat schafft es trotzdem nicht, sie loszuwerden. Sei es, weil es keine Flugverbindung gibt, da im betreffenden Land gerade Bürgerkrieg tobt. Der Bürgerkrieg selbst ist selten als Asylgrund ausreichend. Sei es, weil das Heimatland einfach keinen Pass ausstellt. Aber eine Duldung gilt immer nur für wenige Monate. Manchmal sogar nur Tage oder Wochen. Jeder Gang aufs Amt gleicht einem Gang durch die Hölle. Da statt einer Verlängerung die sofortige Abschiebung drohen kann. 60.000 Menschen leben so von Jahr zu Jahr ohne Perspektive und ständige Angst. Vor 60 Jahren wurde das Grundgesetz verabschiedet. Seine menschenfreundlichen Anteile sind heute gründlich vergessen. Liebe Tinka, ich bin richtig wütend. Wir sind schon wieder eingesperrt. Ein Lastwagenfahrer hat uns mitgenommen. Papa hat ihm fast unser ganzes Geld gegeben und er hat uns zwischen Kartons versteckt. Aber auf einem Parkplatz in Deutschland hat er uns einfach rausgeworfen, obwohl viel weiter ausgemacht war. Und da hat uns die Polizei der Deutschen gefunden und einfach mitgenommen. Und wir wurden wie in Ljubljana fotografiert
Und allen außer Jessin und mir hat man die Finger blau angemalt und auf Papier gedrückt. Faruk hat gesagt, das macht man normalerweise nur mit Verbrechern. Und ein Mann hinter einem Schreibtisch hat immer auf uns eingeredet, aber wir haben gar nichts verstanden. Und dann hat man uns hierher gebracht, wieder in ein Lager. Warum dürfen die das mit uns tun? Liebe Tinka, langsam bekomme ich Übung. Ich weiß jetzt schon, wie das läuft in einem Lager. Auch hier in Deutschland haben wir nichts Eigenes. Alle sind wir in einem kleinen Zimmer mit Hochbetten. Immerhin gibt es hier eine Küche und keine Kantine wie vorher. Aber die Küche ist für 5 Familien und es gehen nur 2 Kochplatten von 4. Außerdem kriegen wir so Esspakete mit Sachen drin, die wir gar nicht kennen. Manches ist auch schon nicht mehr gut und schimmelt schon. Und es gibt nur ein Klo und ein Bad für alle. Dass es da nicht immer sauber ist, kannst du dir ja denken. Um das Lager herum ist Stacheldrahtzaun und Überwachungskameras. Und am Eingang ist ein Drehkreuz, damit nur einer gleichzeitig durch kann. Sie sagen, das ist für unseren Schutz, weil es hier viele Deutsche gibt, die Flüchtlinge nicht mögen. Ja, liebe Tinka, irgendwie scheint es so zu sein, dass uns keiner mag auf der Welt. Liebe Tinka, steht gar nicht gut um uns. Sie wollen uns wieder nach Slowenien zurückschicken. Sie sagen, man darf nur einmal Asyl beantragen. Und da muss man in das Land wieder zurück, wo man das zuerst gemacht hat. Aber wir waren doch da nicht sicher. Darum sind wir ja weg. Und außerdem wollen wir doch nach Norwegen. Liebe Tinka, Mama ist nicht da. Meine Mama. Weil sie immer kränker geworden ist und vor lauter Sorgen ständig umgefallen ist. Da haben sie in ein Krankenhaus gebracht und wir dürfen sie nicht einmal besuchen. Papa hat mir das Wort aufgeschrieben, Residenzpflicht. Und er hat gesagt, Residenz heißt Palast. Die Deutschen meinen aber unser Lager damit und dass wir da nicht weg dürfen. Zum ersten Mal sind wir nicht alle zusammen. Papa sagt, die helfen Mama, aber ich habe Angst. Liebe Tinka, Mama ist wieder da. Jetzt bin ich nicht mehr so traurig. Sie ist zwar immer noch sehr krank, aber mehr Krankenhaus bezahlen sie für Flüchtlinge nicht, hat jemand gesagt, der übersetzen kann. Das ist den Deutschen zu teuer. Sie zahlen nur, wenn es ganz, ganz weh tut. Aber ich bin so froh, dass ich meine Mama wieder habe. Liebe Tinka, heute haben die Deutschen Papa eingesperrt. Meinen Papa, der doch nie irgendetwas Böses getan hat, der immer allen hilft. Sie haben ihm Handschellen angelegt, wie bei einem Verbrecher, und einfach weggebracht. Mama hat so geweint und geschrien, aber die haben es einfach getan. Und dann hat der Übersetzer gesagt, das sei, damit wir nicht weglaufen, weil wir in einer Woche zurück müssen, mit dem Flieger. Mein Papa! Liebe Tinka, ich bin so traurig, dass ich nur weinen kann. Jetzt ist auch Mama weg. Wir sind ganz allein. Und es war so schlimm. Mama war die ganze Zeit ganz furchtbar aufgeregt. Wir haben sie alle gehalten und gesagt, dass alles gut wird. Und dann hat Mama ganz laut nach Papa geschrien und ist zum Fenster gelaufen, weil sie zu Papa wollte. Und unser Zimmer ist doch ganz oben. Und sie wollte wirklich hinausspringen. Und Feride und Faruk haben sie festgehalten. Und Mama hat sie deswegen richtig geschlagen, damit sie freikommt. Und dann sind andere Flüchtlinge gekommen und haben Mama gepackt, damit sie nicht springt. Wenn die nicht gekommen wären, hätte ich jetzt keine Mama mehr. Und dann haben sie Mama wieder ins Krankenhaus gebracht. Papa ist im Gefängnis. Mama im Krankenhaus. Was soll nur werden? Liebe Tinka, ich möchte wieder nach Hause. Da waren wir wenigstens alle zusammen. Liebe Tinka, wir sind jetzt in einem anderen Haus. Sie haben gesagt, Kinder ohne Eltern müssen dahin. Feride durfte mit Mama telefonieren. Als Mama gehört hat, dass wir jetzt woanders sind, hat sie sich ganz furchtbar aufgeregt, weil sie geglaubt hat, wir werden ihr weggenommen und ins Haus gesteckt. Ich glaube, ich kann bald nicht mehr schreiben. Thank you.
die Anerkennung der alle Mitglieder der menschlichen Familien, innen wohnender Würde und ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt bildet, da Verkennung und Missachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei führten, die das Gewissen der Menschheit tief verletzt haben, und da die Schaffung einer Welt, in der den Menschen frei von Furcht und Not Rede- und Glaubensfreiheit zuteil wird, als das höchste Bestreben der Menschheit verkündet worden ist, da es wesentlich ist, die Menschenrechte durch ihre Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung als letzte Mittel gezwungen wird, verkündet die Generalversammlung die vorliegende allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Artikel 3. Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Artikel 5. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. 9. Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden. 13. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und auf seinen Aufenthaltsort frei zu wählen. Jeder hat das Recht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen und in sein Land zurückzukehren. 25. Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztlicher Betreuung und der notwendigen Leistungen der sozialen Fürsorge gewährleistet. 30. Keine Bestimmung der vorliegenden Erklärung darf so ausgelegt werden, dass sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, welche die Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat. Liebe Tinka, ich habe heute Geburtstag. Vor einem Jahr habe ich dich geschenkt bekommen. Und ich glaube, du bist das traurigste Tagebuch der Welt. Habe ich eigentlich schon einmal etwas Schönes in dich geschrieben? Ach ja, als wir von zu Hause weggingen, war ich fröhlich, weil ich geglaubt habe, dass alles besser wird. Aber jetzt sind Mama und Papa weg und wir haben gar nichts mehr. Mein Mann hat gesagt, der uns etwas hilft. Mama darf nicht zu uns, solange Papa nicht da ist, weil sie sonst wieder aus dem Fenster springt. Papa darf aber nicht aus dem Gefängnis, wegen der Abschiebung. Und darum bleiben wir allein. Heute werde ich 10 Jahre alt. Liebe Tinka, Papa ist wieder da. Und wir sind wieder in unserem ersten Lager, nicht mehr im Heim. Sie haben ihn einfach aus dem Gefängnis rausgelassen und zum nächsten Bahnhof gefahren, mit einem Fahrkartengutschein. Papa hat sich überhaupt nicht ausgekannt und Stunden gebraucht, bis er den richtigen Zug gefunden hat. Aber jetzt ist Papa wieder da und es ist etwas besser. Ich bin trotzdem so müde. Und gleich darauf ist Mama gekommen und wir haben uns alle umarmt und waren so glücklich. Und Papa und Mama haben uns so viel erzählt. Papa hat gesagt, dass man sich bei ihm entschuldigt hat und dass es allen so leid tut. Sie haben gesagt, wir können in Deutschland bleiben, wenn wir wollen. Wir können aber auch gleich nach Norwegen zu unseren Verwandten weiterfahren. Und Mama bekommt wie alle Deutschen einen ganz guten Arzt, sogar den besten der Welt, weil sie so viel hat leiden müssen. Sie wollen alles wieder gut machen. Es gibt nämlich ein neues Gesetz, das für die ganze Welt gemacht worden ist. Kein Mensch darf mehr schlecht behandelt werden. Und niemals darf man Kindern ihren Eltern wegnehmen. Und jeder darf hingehen, wo er hin will. Und ab sofort ist Krieg verboten und Menschen mit Waffen.
Und niemand darf mehr zu irgendjemand sagen, dass er irgendwo nicht sein darf. Ach, wir waren so glücklich und haben ein Fest gefeiert mit allen Menschen. Und wir haben getanzt und gesungen. Und Papa und Mama haben gesagt, das ist jetzt mein richtiger Geburtstag. Und Papa hat mich hochgehoben bis in den Himmel, wo ich die Sonne und die Wolken und die ganze Welt sehen konnte. Und ich habe gelacht und geweint und mein Glück hat in mir gar keinen Platz mehr gefunden. So glücklich war ich. Sondern wieder im Lager. Und es sind viele Menschen, Männer im Zimmer mit Kampfanzügen und Gewehren. Genau wie damals im Kosovo. Und sie schreien herum. Und es ist ganz früh. Die Sonne ist noch gar nicht aufgegangen. Ich habe so große Angst. Papa sagt, wir sollen uns ganz schnell anziehen. Aber ich finde meine Schuhe nicht gleich. Da packen uns die Männer und schieben uns hinaus. Und Papa trägt mich, damit ich nicht auf dem kalten Boden gehen muss. Und ich frage wegen Mama. Und Papa sagt, die Männer haben versprochen, dass sie mit uns zum Flughafen gebracht wird. Und sie bringen uns zu einem Bus und dann sitzen wir zwischen den ganzen Männern mit den Waffen und trauen uns überhaupt nichts zu sagen. Nur Papa fragt wegen Mama und der Übersetzer sagt, gleich. Und dann kommen wir an einen Parkplatz und da steht so auch ein Bus und da ist Mama drinnen und Mama darf zu uns umsteigen. Und auch ein Mann mit weißem Kittel ist dabei. Ich bin so froh, dass ich meine Mama wieder habe. Aber Mama ist irgendwie gar nicht da. Sie schaut einfach nur. Und dann kommen wir zum Flughafen und da geht es Mama wieder ganz schlecht, weil sie doch Flugangst hat. Aber der Mann mit dem weißen Kittel winkt uns zum Flugzeug. Da fällt Mama wieder in Ohnmacht und die Männer schlagen sie, damit sie wieder aufsteht. Und wir können nur dastehen und zusehen, weil man uns nicht zu ihr lässt. Dann aber kommt der Pilot und der Übersetzer sagt uns nach einiger Zeit, dass er uns nicht mitnimmt. Die Männer nehmen uns wieder mit und fahren uns auf eine Polizeistation. Der Übersetzer sagt, dass wir in einem eigenen Flugzeug am Abend fliegen werden und so lange hier warten müssen. Und wir sitzen den ganzen Tag auf der Polizei. Mama sagt, dass ihr der Arm so weh tut und dass das die Männer waren, aber keiner hilft uns. Und am Abend fahren uns die Männer wieder zum Flughafen. Und es ist ein Flugzeug, wo sonst niemand mitfliegt. Und sie packen Mama und uns hinein und wir fliegen los. Mama trägt nur einen Bademantel. Thank you.
Oraimos ist ein Wort aus der Sprache der Romas. Oraimos heißt das Verschlingen. So nennen Sinti und Roma den Holocaust an ihrem Volk. Das Verschlingen. 1926 wurde von Bayern das Gesetz zur Bekämpfung von Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen verabschiedet. Es bildete die erste juristische Grundlage der Roma-Vernichtung. 1935 folgten die Nürnberger Rassengesetze. Wie die Juden wurden Sinti und Roma aus der deutschen Blutsgemeinschaft ausgeschlossen. Wissenschaftler erstellten eifrig Rassenstammbäume, anhand derer die Selektion erfolgte. Bereitwillig leisteten die Kirche Amtshilfe und übergaben ihre Taufregister. Städte und Gemeinden errichteten selbstständig kommunale Konzentrationslager. Berlin beispielsweise wollte der Welt ein sauberes Olympia bieten und verfrachtete kurzerhand hunderte Sinti ins Zigeunerlager Marzahn. Nur wenige überlebten. 1940 begannen die systematischen Deportationen. Zu Tausenden und Abertausenden starben Roma und Sinti, Calais und Jainishi, Ashkali und Kalderash, Manusch und Lalari in den Gaskammern der Vernichtungslager, in den Schluchten von Babin Yar erschossen von SS und Wehrmacht, in Ghettos auf Todesmärschen, an den Werkbänken von BMW, Siemens, Daimler-Benz oder IG Farben. Heute höchst Bayer BASF. Doch die schlimmste Station von allen war das sogenannte Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau. Errichtet in Sichtweise der Krematorien, der dort verantwortliche Arzt hieß Josef Mengele. Für seine bestialischen Menschenversuche wählte er mit Vorliebe Roma-Kinder, ihrer schönen Augen wegen. Er sammelte sie als Belege für seine wahnwitzigen Rassentheorien. Die Schreie der Kinder übertönten noch die Schreie ihrer gefolterten Väter oder Mütter. 500.000 Opfer forderte Poraimos, die Hälfte aller Sinti und Roma Europas. Und nach dem Krieg? Die gleichen Beamten, die unter Himmler Sinti und Roma ins Gas schickten, bearbeiteten nun deren Anträge auf Entschädigung. Was, sie wollen Entschädigung? Sie wurden doch vom Dritten Reich ausgebürgert und als Nichtdeutsche haben sie keine Ansprüche. Bedauere. Die gleichen Ärzte und Wissenschaftler, die unter Himmler die blutmäßige Minderwertigkeit von Sinti und Roma bescheinigten, wurden jetzt als Gutachter einbestellt. Was? Wiedergutmachung? Zigeuner sind anlagebedingt Diebe und Kriminelle, das weiß doch jeder. Die Bevölkerung musste geschützt werden. Daher waren die Deportationen rechtens. 1956 schließlich verkündete der deutsche Bundesgerichtshof hochoffiziell, die Verfolgung von Sinti und Roma sei nicht aus rassischen Motiven erfolgt, sondern habe ihren Grund in den, Zitat, asozialen Eigenschaften der Zigeuner. Eine Entschädigung aufgrund einer speziellen NS-Verfolgung bestehe nicht. Schon 1953 verabschiedete Bayern eine Landfahrerordnung. Fortan musste jeder Familienvorstand ein Landfahrerbuch führen und sich regelmäßig bei den Behörden melden. In einer speziellen Landfahrerkartei wurden Lichtbilder und Fingerabdrücke gesammelt. Wie zu NS-Zeiten stellte der Staat Sinti und Roma unter Generalverdacht. Und weil die Schamlosigkeit hierzulande keine Grenzen kennt, wurde als Chef der zuständigen Landfahrerzentrale Josef Eichberger bestellt. Josef Eichberger war bis 1945 im Bereich Sicherheitshauptamt tätig, Abteilung Zigeuner. Er war hauptverantwortlich für die Verschickung von Sinti und Roma ins KZ. Ja, Josef Eichberger war der Eichmann der Roma-Vernichtung.
Statt ins Gefängnis wurde er in den Staatsdienst befördert. Der Genozid an Sinti und Roman blieb ungesühnt. Kein einziger Verantwortlicher wurde zur Rechenschaft gezogen. Im Gegenteil, die Verantwortlichen machten Karriere. Sinti und Roma sind heute die größte und am meisten unterdrückte Minderheit Europas. Pogrome in Ost und West, von Italien bis Skandinavien. Sie sind die Fliehenden, die Schutzsuchenden schlechthin. Was wir aber Schutzflehenden geben, macht uns zu Menschen. Jede Verweigerung ist Barbarei. Sie werden sagen, wir können doch nicht alle aufnehmen, es sind zu viele, sie werden uns ersticken. Verdammt nochmal, dann müssen wir eben eine Welt schaffen, in der kein Mensch mehr fliehen muss. Um dieses zu erreichen, genügt eines zu wissen. Sie sind hier, weil wir dort sind. Liebe Tinka, jetzt sitze ich wieder hier in Ljubljana und schreibe die Erlebnisse der letzten Tage auf. Mama geht es sehr schlecht. Sie trägt ihren Arm in der Schlinge. Man hat uns gesagt, dass unser Asylantrag in Slowenien abgelehnt worden ist. Auf den Gängen schreien sie wieder Zigeuner. Wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht. Aber eins weiß ich. Bevor ich das noch einmal erlebe, möchte ich lieber sterben. Thank you.
Wie gesagt, jetzt Pause und danach anschließend Diskussion, wenn Sie. Ja,